Für die Tiere aus dem Affentropenhaus im Krefelder Zoo ist die Silvesternacht tödlich zu Ende gegangen. Durch ein Feuer wurde das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Polizei ermittelt noch immer unvoreingenommen nach der Brandursache, hat jedoch schon erste Hinweise darauf, wie der Brand entstanden sein könnte. Zoodirektor Wolfgang Dresen zeigte sich am Neujahrstag sehr bestürzt. Trauer kann ich nur noch einmal deutlich hervorheben. Bitte gehen Sie davon aus, dass unsere Tierpfleger und gerade die Tierpfleger, die im Menschenaffenhaus und Affentropenhaus arbeiten, seit Jahrzehnten arbeiten, entsprechende Bindungen zu diesen wunderbaren Tieren aufbauen. Es sind eben ähnliche Bindungen, die Sie als Privatmensch auch zu Ihren Haustieren aufbauen. Ähnlich intensiv, aber natürlich auch anders. Wir haben den ältesten Gorilla Massa, der ein Opfer dieser Flammen geworden ist, hier in Europa, mit 45 Jahren. Ich bin vor 30 Jahren hingekommen, da war er noch in seiner vollen Blüte, hat noch Junge produziert mit seinen Weibchen, die in der Gruppe waren. Und ich habe ihn im Altern sehen, wie er jetzt halt in den letzten Jahren zunehmend ein altes Männchen, ein alter, ein senider Mann wurde, aber trotzdem ein würdiges Tier war. Die Krefelder Feuerwehr hatte um kurz nach 12:30 einen Notruf erhalten, bei ihrer Ankunft 5 Minuten später allerdings erkennen müssen, dass der Brand nicht mehr aufzuhalten war. Allerdings hörten die Einsatzkräfte dann doch noch Geräusche aus dem Gebäude, als das Feuer gelöscht war. Es grenzt an ein Wunder. 2 Schimpansen haben diesen Feuermoloch überlebt. Dabei handelt es sich um die etwas ältere Schimpansin Bali und das Nachwuchsmännchen Limbo. Gerd Hauptmann von der Krefelder Polizei erklärte, erste Hinweise deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin. Zeugen sagten, sie hätten sogenannte chinesische Fackeln in der Luft gesehen. Ich habe eben einige von denen schon gesehen. Da stehen auch handschriftliche Dinge drauf, gute Wünsche, die sich hier aber so nicht erfüllt haben. Wir werden die Fackeln natürlich uns näher anschauen und kriminaltechnisch untersuchen, sowohl was die Bauart, die Herkunft und so weiter betrifft. Aber ich habe schon gesehen, die sind auch teilweise handbeschrieben worden. Wir werden gucken, was wir da rauskriegen. Die Polizei geht davon aus, dass es aufgrund der belebten Silvesternacht zahlreiche Zeugen dafür geben muss, wer die Fackeln hat fliegen lassen. Am ehesten würde ich auch noch einen Appell an diejenigen senden, die tatsächlich selbst gestartet haben. Die sollen sich bei uns melden. Es kann ihre Situation nur verbessern. Das Affentropenhaus war in den 70er Jahren gebaut worden und eines der ersten seiner Art für Menschenaffen gewesen.